Okay. Ich hoffe, jetzt haben wir ihn. Den goldenen Drachen. Hä? Wo ist denn mein Gummi? Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht im Ernst wahr sein. Ich muss über... Hey, hier habe ich... Okay. Okay, machen wir nochmal dran. So. Und jetzt. Au! Verdammt! Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Wer? Wo? Wer? Wo? Linke Fassung Sonnenbrille. Alter! Was bekommen wir hier? Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Okay. Wer? Wo? Meine Sachen, eine kleine. Die ist bereits auseinandergebaut. Zusammensetzen kann ich sie auch per Hand. Wer? Okay. Ich wusste doch, dass man sollte mich... Eine reparierte Sonnenbrille. Wer? Au, das ist gar nicht so... Den habe ich schön über den Tisch gezogen. So, jetzt hat er das dran. Und jetzt? Wo ist... Alter, das kann doch nicht ernsthaft wahr sein. Ach. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Wir brauchen den goldenen Drachen gar nicht. Scheiße. Okay. Freunde, was haben wir denn hier alles? Na gut, wir haben bloß den Vorhang, ne? Ne, da ist eine Tür. Tür zum Funkraum. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist. Was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heimis vorhaben. Moment mal. Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Das ist doch kritisch. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material?
Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu die Eile? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Ja, Glück im Unglück. Okay, Freunde, ich muss jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen speichern, weil ich schon wieder knapp 3 Stunden aufnehme. Und ich muss jetzt auch eine kurze Aufnahmepause machen. Meine Festplatte hat nämlich noch genau 9 GB frei. Und die läuft jetzt dann gleich voll, ne? Wir sehen uns gleich. So, da werden wir wieder. Die Festplatte ist jetzt wieder knapp 80 GB frei. Das sollte also für knapp 6-7 Stunden reichen. Und ich glaube, so viel werde ich heute nicht mehr aufnehmen. So, dala. Und wir schauen jetzt mal hinter den Vorhang. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Ja und? Will er mich jetzt verarschen? Knopf. Oh. Ist das Köder? Lecker frischi frischi. Seltsam. Sie blinzelt nicht einmal. Ui. Fisch im Eimer. Das kann ich auch. Ich mag. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was sein Problem ist. Hier haben wir Kitty. Okay. Aber warum geht er nicht durch den Vorhang? Moment
Normalerweise ignoriere ich ja jede Art, aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Wie kann ich... Muss ich Kitty jetzt anlocken oder was? Also könnte ich da theoretisch reingehen oder was? Wie lockt man denn eine Katze an? Außer Fisch. Ja, Brot wahrscheinlich nicht. Komm, jo. Lecker fressi fressi. Oh. Seltsam. Sie blinzelt nicht einmal. Oh. Komm, komm, jo. Lecker fressi fressi. Seltsam. Sie blinzelt nicht einmal. Ach, so eine Scheiße. Wenn der blöde Viech jetzt nichts macht. Zucker. Oh, sie blinzelt. Oh. 2 Minuten drin. Schon wieder so eine Scheiße. Damit könnte ich nicht mal eine Nacktkatze rasieren. Ja, du sollst sie auch nicht rasieren, oder? Jawohl, er will sie eigentlich rasieren. Wie kann man denn eine Katze rasieren? Kann mir das mal einer sagen? Mit einer Kerze? Damit können. Hm. Damit könnte ich nicht. Ja, vielleicht fallen hier all die Haare aus, wenn wir singen. Eine Urne. Damit könnte ich. Das kann ich auch ohne. Ich mag das. Ich muss meine Sachen nicht. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Ja, ist ja gut. Damit könnte ich nicht. Ja. Antenne, wahrscheinlich auch nicht. Damit könnte ich. Ja. Herrschaftszeiten, jetzt bin ich hier drin. Jetzt dachte ich, jetzt funktioniert's, aber ich muss die Katze rasieren. So eine Scheiße. Wie rasiere ich denn eine Katze? Hier ist nichts mehr. Wie rasiert man denn eine Katze? Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Hm. Ist doch noch gut. Sie blinzelt nicht einmal. Was kann man da jetzt machen? Kann ich eigentlich hier drin irgendwas machen? Kohle, Urne. Urne! Kohle! Für was brauche ich eine Urne und Kohle? Die Asche ja, hatten wir ja schon 500 Mal. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Ja. Genau. Vielleicht kombinieren wir das? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Das habe ich mir bereits. Ich hätte schon fast... Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte über eine Krümelschublade im Mantel nachdenken. Können wir nochmal in die Funkstation? Hallo, Kletus? Mist, er geht nicht mehr ran. Okay, da ist auch nichts. Kitty, ach wie süß. Aber warum will er nicht in den Raum reingehen? Kann er nicht in den Raum reingehen? Er kann da nicht in den Raum reingehen, das gibt's doch nicht. Ja, dann habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade auch nichts dabei, mit dem ich das Vieh rasieren könnte. Könnt's schlagen. Damit könnte ich.
Okay, Freunde.